Willkommen zurück auf hoher See in Assassin's Creed Odyssey. Wir werden jetzt mal die Quest mit dem Herr Rhododos weitermachen, die ja noch nicht zu Ende ist. I sometimes feel like we spent as much time at sea as on land. You may be right. We've traveled a lot together. I think it may be time I set off on my own. Jetzt direkt wieder am Anfang so eine verdammte Frage, ey. Ich wünschte, du müsstest nicht gehen. Ja, I knew it would happen one day. But I wish it didn't have to. I know. We've been through far more than most people will ever experience in their lives. But even so, it will be a weird feeling. It will take some getting used to. Well, where should I take you? The docks near Athens should do. There are some others I'd like to say goodbye to as well. I'm sure they'll be sorry to see you go. To Athens. Zu Athen. Wo ist Athen nochmal? Ja, genau, da, ganz am Arsch der Welt. Ach, es gibt zwei Docks hier, ach ja klar. Ist eine riesige Stadt, ne? Okay, ich hätte jetzt. Ist die. Ne, die Quest ist noch nicht vorbei, aber okay, ist das jetzt so ein Endkram nur noch? Wenn ja, dann wäre es ja bescheuert. Aber ich hoffe, es geht jetzt noch längere Zeit, ey. Jetzt kann ich da keine Folge draus machen, das würde viel zu kurz noch gehen. Historische Genauigkeit. Okay, dann halt ich. Zugewiesener Platz. Um deine neu angeheuerten Bootsleute einzusetzen, gehst du in Schiffsminen und weist ihnen einen Platz zu. Nein, wirklich, wow. Du warst umgezogen. Tust du etwas Verwerfliches, besteht die Chance. Ja. Besteht die Chance, dass Söldner dich jagen und töten wollen, um das Kopfgeld zu bekommen, das auf deinen Kopf ausgesetzt ist. Ich weiß nicht, ob es das genau das war, was da stand, aber es ist wahrscheinlich ungefähr das sein. Warum liegt da ein toter Athener? Soldat? Ich hab keine Ahnung. I sometimes pinch myself to make sure that I'm awake and that all we went through truly happened. With your writings, it won't soon be forgotten either. The world will be better knowing. My mind is flooded with the memories of all we experienced. Do you have a favorite? How could I possibly decide? You opened my eyes to so much. Uncovered so many secrets and mysteries that will change the course of the world. Your spear and all it suggests. Atlantis, the cult. Ich bin schon ziemlich toll, ne? Ach nein, das ist. Oh mein Gott, ey, wer sagt sowas? Also Selbstvertrauen ist zwar gut, ne, aber das geht zu weit. None of those things are mine alone to take credit for. You were there through it all. How could I ignore what was so clearly in front of me? You couldn't. Which is why you have as much of a claim to all we did. I wonder what the great Eagle Bearer will remember best from this journey. Das Ding ist, ich kann mich das Symposium, da kann ich mich nicht mal daran erinnern. Dann wird es wohl unwichtig gewesen sein. Und es war total krass und ich habe es einfach vergessen, weil es so weit her ist. Nein, also unmöglich, etwas festzulegen. Like you said, it's impossible to pick just one. It feels we met so long ago now, but we've also been through a lot in such a short time. I'm glad you visited the Pythia that day and saw Varnavas. I guess this is it. As much as I'll miss our conversations, this is where our paths diverge. Where is your path taking you now? To Thuri. What's waiting for you there? That's the exciting part. I have no idea. You know what? I'm not sure anyone loves the unknown as much as you. It only stays that way until someone cares enough to make it known. In Thuri, that someone will be me. Will I see you again? Our paths may cross once more, and I hope they do.
If that comes to pass after all, it likely means something big is following, close behind. Then I hope our adventures are nowhere near complete. I've never been great at saying goodbye. To do so is to impart a sense of finality, and we have no way of knowing if this truly is goodbye. Good luck in your travels, Irovatos. I can't wait to hear what you get yourself into. I'll share my stories with you, so long as you bring some new ones of your own. I can do that. Mein Gott, das ist jetzt echt zu Ende. Nein! Warum? Verdammt, ich habe die erste Folge schon Abschied genannt wegen den Eltern, weil die gestorben sind und er seinen Abschied gemacht hat. Wie soll ich die Folge denn jetzt nennen? Ich habe keine verdammte Ahnung. Was soll ich tun? Ich bin am Überlegen, was ich jetzt machen soll. Die Folge geht gerade mal 5 Minuten oder so. Keine Ahnung. Oh komm! Ja komm, greifen wir hier mal zu den Waffen und klatschen ein paar Dingens weg. Ja, das ist noch ein guter Abschied, komm. Das werden wir uns jetzt nicht nehmen. Dann klatschen wir einfach mal ein paar Leute weg in einer Schlacht und dann haben wir einen wunderschönen Abschied. Okay, es geht doch schneller. Ich hätte das echt einfach in die letzte Folge mit reinquetschen sollen. Nee. Wer hätte denn denken können, dass es jetzt einfach sofort, ne? Tut mir leid, das, wer hätte das ahnen können? Ach du Kacke, wo bin ich denn jetzt? Nee. Ich hätte das vorher markieren sollen, ich tippe. Hui! Los, komm, mein stolzes Ross. Auf Richtung. Hey. Hey, Alter, hör auf wegzurennen. Mann. Mal, was soll ich sagen? Auf in neue Abenteuer, genau. Abenteuer im Sinne von wegen. Etwas, was man aus dem Spiel schon gut kennt, aber was immer wieder geil ist. Wir werden heute für die Spartaner kämpfen, weil die Athener mir nicht so viel Kohle anbieten wie die Spartaner. Weiter. Ich hasse Wölfe in diesem Spiel und allgemein wilde Tiere, die nerven einfach nur. Weil man will halt nicht gegen die kämpfen. Weißt du? Und naja. Lol. Nee, das ignoriere ich jetzt. Hallo. Great timing, Eagle Bearer. We're ready to advance on Athenian borders, and Sparta could use a warrior like you on our side. Interested in turning the tides of war in our favor? I'll join you. Good. We're glad to have your sword. Ich frage mich gerade, kann man diese Schlacht eigentlich auch verlieren, um zu sterben? Send these Athenians to Hades! Weil entweder, wenn ich die Schlacht verliere, bin ich halt tot, oder... Keine Ahnung. Hier ist doch noch ein bisschen Masse, oder? Nee. Oh. Viel geiler. Er frisst Feuer! Feuer ist der Feind eins von euch allen. Frisst das Feuer! Ah, ich liebe diesen Flächenschaden, der ist so geil. Und dann noch mit Crit vermischt. Ach, genial. Gott, hier sind überall Leute, die dich umbringen wollen. Ja, okay, ich stehe erstmal rum und der schlägt daneben. Oh, sorry, Boy. Falsch.
nur noch eine Masse von mehreren Leuten, die man klatschen kann. Ja. Oh, hier sind noch viele. Sieg! Wir haben die Feinde zurückgeschlagen und wir kriegen eine. Ich kann das nicht lesen, keine Ahnung. Unglaublich. Attentäterrüstung und so, ja, okay. Sag mal, Loot. Kann man die nicht noch looten, die Leichen? Das ging doch eigentlich immer. Also manchmal ging es, manchmal nicht. Auch schade. Die haben richtig viel Kohle dabei meistens in den Schlachten. Das ist echt geil. Verstehe ich nicht, warum die Leute immer so viel Kohle mit in der Schlacht nehmen, aber naja. Ah, genau, den meine ich. Ah, Geld und Kram. Naja, okay. Gut, das war's dann mit dieser Folge, dass wir jetzt am Ende eine Schlacht gemacht haben. War absolut nicht so geplant, aber als ich das letzte Mal in der Folge auf jeden Fall eine Schlacht gesehen habe, dachte ich mir eh schon, dass es mal witzig wäre, eine zu machen. Deswegen dachte ich mir, ja, komm. Wenn wir jetzt hier am Ende die Mission so schnell abgeschlossen haben, dann machen wir das jetzt einfach mal. Damit es nicht so lang, so kurz bleibt und damit es so ein bisschen Abwechslung mal wieder gibt. Weil Schlacht sieht man halt auch nicht immer in diesen Missionen. Eigentlich gefühlt nie. Bis hier zumindest noch nicht. Naja. Egal. Warum auch immer hier jeder tot ist. Lol. Warum ist hier jeder tot? Ich habe keine Ahnung. Kann man hier noch irgendwas plündern, bevor die Folge zu Ende ist? Oh ja. Aber irgendwie mehr plündern? Nee, nur ein bisschen. Schade. Gut, ansonsten war es das jetzt von dieser Folge. Etwas kürzer als sonst, aber naja. Die nächsten Missionen werden folgen. Mal sehen, was wir jetzt machen. Und dann, ja, bis zum nächsten Mal. Leute, bis dann. Ciao.